So, wie am Montag angekündigt, möchte ich dir heute etwas erzählen von einer ganz besonderen Familienzusammenführung. Und dieser Moment dort, der in Markus 1 beschrieben wird, dieser öffentliche Moment, als Jesus sich hat taufen lassen und was dann passiert ist, war im Leben Jesu von großer Bedeutung. Er war ja seit 30 Jahren ungefähr jetzt auf Erden. Er hat einen Beruf erlernt. Er musste ja sehr früh auch seinen Vater, seinen irdischen Vater, vertreten. Josef muss relativ früh gestorben sein. Und Jesus hatte ja eine Menge Geschwister, eben davon haben wir schon gehört. Und er hat das Handwerk auch des Zimmermanns gelernt. Und jetzt ist er ungefähr 30 Jahre alt und er beginnt da, wo Markus 1 berichtet von der Taufe Jesu, sein öffentliches Wirken. Er tritt jetzt auf. Er beruft die Jünger und so gehen die 3 Jahre jetzt los, die Jesus dann bis ans Kreuz für sein Erlösungswerk führt. Und dort diese erste öffentliche Auftreten war etwas ganz Besonderes. Und deshalb kommt auch diese Stimme vom Himmel, nachdem Jesus, der Sohn, sich taufen lässt. Er wurde den Sündern gleichgerechnet, das heißt die Leute, da waren ja sehr, sehr viele Hunderte, standen wahrscheinlich rum und sie dachten, wow, der ist einer von uns eben, hat also auch Dreck am Stecken und muss sich jetzt taufen lassen und tut Buße. Jesus lässt das zu und er lässt sich von Johannes taufen. Und dann kommt diese Stimme aus dem Himmel. Der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich eine große Freude habe. Und ich glaube, dass nicht nur die Menschen das hören mussten, sondern ich glaube, dass Jesus das auch hören musste. Er wusste, dass jetzt dieser Weg losgeht. Alles das andere war Vorbereitung. Und er wusste, seit Ewigkeiten stand dieser Plan fest, dass er die Welt zurückbringt, dass er eine Möglichkeit schafft, dass er kommen musste. Schon vor Grundlegung der Welt war dieser Plan im Herzen Gottes und das, die Absprache mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Was ist, wenn die ganze Sache schief geht? Und deshalb ist Jesus gekommen und jetzt war der Moment und er tritt auf und er geht jetzt in die Öffentlichkeit rein. Und gleichzeitig lässt der Vater den Dritten im Himmel frei, in menschlich ausgesprochen. Der Heilige Geist kommt auf Jesus und übernimmt jetzt auch bei Jesus die Kontrolle. Auch das ist wieder so ein Zeichen von Demut. Kurz danach lesen wir sofort, der Heilige Geist führt Jesus dann in die Wüste und er beginnt jetzt auch das Leben Jesu zu prägen und zu führen und zu leiten. Aber hier am Jordan, dort nachdem er sich hat taufen lassen, dort sehen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist komplett zusammen. Der Vater drückt das aus, was auf seinem Herzen ist. Das ist mein Sohn. An anderer Stelle, als er noch einmal redet, am Berg der Verklärung später, da sagt er auch, auf den sollt ihr hören. Leute, hört auf meinen Sohn, was er euch zu sagen hat. Weil Jesus sagt an anderer Stelle wiederum, ich rede nur das, was ich den Vater reden höre. Also die drei waren so eine Einheit und die zeigt sich hier, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt Theologen, die sagen, ja, hier hat Jesus seinen öffentlichen Auftrag bekommen. Jesus war ja ein normaler Mensch und hier bekam er öffentlich einen Auftrag. Blödsinn. Jesus war kein normaler Mensch in dem Sinne, sondern er war der Sohn Gottes. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und hier redet der Vater in diesem Moment und sagt, das ist mein Sohn, an dem ich eine große Freude habe. Nicht, an dem ich ein bisschen Spaß habe, sondern das ist mein Herzensanliegen. Auf den sollt ihr hören. Und für Jesus war das wichtig, diese Identität vom Vater zu bekommen. Ja, ich bin richtig unterwegs. Denn das war ein Weg, der ihm ja sehr viel Feinde eingebracht hat. Immer wieder merkt man später dann eben, und das siehst du auch im Markus-Evangelium, wie Menschen radikal dagegen sind, wie selbst Leute, die ihm lange Zeit nachgefolgt sind, sich dann von ihm abwenden und natürlich auch ihn verraten und all das, was danach kommt. Und für Jesus war es wichtig, dass er hört vom Vater, du bist gut unterwegs, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann bekommt er die Ausrüstung, den Heiligen Geist. Und der kommt so wie in Gestalt einer Taube auf ihn und füllt den Sohn Gottes aus. Herr, und wenn Jesus den Heiligen Geist so brauchte, und in engem Netzwerk mit ihm zusammengearbeitet hat, wie viel mehr brauchst du und brauche ich den Heiligen Geist in unserem Leben?
Und ich bin so froh, wir haben ja vor einigen Monaten die Apostelgeschichte durchgesprochen, wie der Heilige Geist dann auf die ganzen, auf das ganze, nicht auf das ganze Publikum, auf die Jünger gekommen ist, auf die Gemeinde gekommen ist. Und bis heute leben wir vom Heiligen Geist her. Und wir können unseren Weg nicht alleine gehen. Aber mir war wichtig, so diese Stelle, lies sie einfach nochmal durch. Dieses unglaubliche Ereignis, dass die Trinität sich zeigt und demonstriert. Der eine redet, der andere kommt und Jesus beginnt sein Wirken. Und wir werden jetzt weitersehen im Markus-Evangelium, wie es losgegangen ist. Und es geht in Stille los. Es geht 40 Tage Wüstenerfahrung los. Also Jesus fängt nicht an mit irgendwelchen Zeichen und Wunder, sondern der Heilige Geist führt ihn erst einmal an einen Wüstenort, wo er versucht wird und wo sein ganzer Dienst in Frage gestellt wird. Und da muss Jesus seine Erfahrung machen. Aber hier, glaube ich, hat ihn dieser Tag, dieser besondere Tag, hat ihn so erfüllt. Und ich möchte dir einfach weiterhin Jesus nahe bringen, dass du staunst über ihn, dass du ihn neu begreifst und dass du auch von dieser Stelle her sagst, wow, was habe ich für einen Gott, was habe ich für einen Herrn, was habe ich für einen Kommandeur, das ist der Heilige Geist. Und alles das gilt dir und mir. Ich finde das begeisterungsfähig und ich wünsche dir Gottes Segen. Wir sehen uns wieder am Freitag bei der nächsten Einheit Pastor at Home.